250 Jahre alte Eichenholzbalken, Hightech-Pumpen aus Kunststoff und ein Film, den Schüler drehen. Was das alles mit Handwerk und Handwerksbetrieben zu tun hat, ist Thema in HWK-TV. 1762 wurde dieses Haus als Teil der Klosteranlage Marienthal gebaut und steht seitdem wenige Meter entfernt von der Ahr. In 250 Jahren hat der Zahn der Zeit kräftig an dem historischen Gemäuer genagt und nun wird das Äbtissinnenhaus vom Keller bis zum Dach umfangreich saniert. Ein Fachbetrieb, der maßgeblichen Anteil daran hat, ist die Zimmerei Harnisch aus Bad Neuenahr-Ahrweiler, die jüngst den gesamten Dachstuhl überarbeitet hat. Der Aufsatz selbst wurde dafür komplett abgebaut, in Teilen erneuert und anschließend wieder durch die Handwerker aufgebaut. Für Chef Volker Harnisch kein Fall wie jeder andere und als spezielle Herausforderung beschreibt er, dass wir ja das Dach in den Dimensionen, in den Proportionen genau wieder so aufstellen müssen, wie es vorher war, eben denkmalschutzbedingt. Ja. So, dann war das Aufmaß schon relativ schwierig, weil ja noch kein Gerüst außen stand. Also wir mussten im Prinzip in der Altsubstanz uns die Maße einigermaßen gut nehmen und dann halt die Zeichnungen danach erstellen und eben die Proportionen wieder hinzubekommen. Das war eigentlich die größte Herausforderung erstmal. Bei den Arbeiten war den Zimmerleuten wichtig, möglichst viel alte Bausubstanz zu erhalten. Allerdings musste Volker Harnisch auch feststellen, dass nach 250 Jahren Wind und Wetter und sicherlich auch der ein oder andere Holzwurm dem historischen Gebälk arg zugesetzt hat. Denn erstmal hätten wir lieber mehr erhalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber der Dachstuhl, der war halt wirklich so marode, wir konnten einfach nicht mehr retten. Ja? So, die meiste Substanz konnten wir retten bei den sogenannten Trauf- und Mansardengesimsen, die man auch jetzt hier sieht, die jetzt fertig vorbereitet sind. Und da haben wir jetzt schon eine Woche mit 4 Mann im Betrieb die Profile von Hand gefertigt. Ohne Maschinen, also Handkreissägen-Einsatz, aber keine Fräsen. Ja. Alles Stemmeisen, Hohleisen, Hobel, Stoßachs. Also schon sehr handwerksmäßig. So sind Bauteile nach historischem Vorbild entstanden, die dank dieser handwerklichen Verfahren perfekt zu den Originalen von 1762 passen. Für Volker Harnisch und seine Mitarbeiter ein Auftrag mit Seltenheitswert. Und neben der Herausforderung und Verantwortung, die sich mit der Bearbeitung verbinden, erfüllt es den Restaurator in der Denkmalpflege auch mit Stolz, hier mitarbeiten zu können. Um ein außergewöhnliches Projekt mit und beim Handwerk geht es auch bei Jana, Chiara, Sophia, Annalena und Stella. Im Normalfall lernen die 15- und 16-jährigen Schülerinnen an der Realschule Plus Hoher Westerwald in Renneroth. Doch normal ist an diesem Tag nichts für die 5, denn Buch oder Schreibgerät haben sie eingetauscht gegen Kamera und Mikrofon. Aus der Schule hinein ins Handwerk, vom Klassenzimmer an die computergesteuerte Bearbeitungsmaschine. Das Medienprojekt Berufsbilder macht es nicht nur möglich, sondern stellt diesen Wechsel ganz bewusst in den Mittelpunkt von Informationsfilmen zu MINT-Berufen. MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Berufserkundung einmal anders und vielschichtig, denn nicht nur das, was vor der Kamera läuft, wird erkundet, auch Erfahrungen als Kamerafrau, Redakteurin, Tontechnikerin oder Moderatorin können so im praktischen Feldversuch gesammelt werden. Das Handwerksunternehmen Munsch aus Ransbach-Baumbach bietet dabei nicht nur eine erstklassige Kulisse, sondern unterstützt das Projekt auch über Ansprechpartner, die Betriebsabläufe und Produkte beschreiben. Vor der Kamera beantwortet nun Yunus Kok, der zum Zerspanungsmechaniker ausgebildet wird, ruhig und geduldig alle Fragen der Schülerinnen. Sein Ausbildungsbetrieb Munsch hat sich weltweit als Hersteller von Spezialpumpen aus Kunststoff einen Namen gemacht und fertigt außerdem Kunststoff-Schweißgeräte. Eben noch selbst mit dem Mikrofon auf Informationsbeschaffung beschreibt Moderatorin Jana nun ihrerseits als Gesprächspartnerin Hintergründe des Projektes und ihre Live-Erfahrungen beim Handwerk. Das Projekt hat zum Ziel, dass Jugendliche sich mehr mit Technik und mit Filmemachen auseinandersetzen und sich zusätzlich noch mit verschiedenen Ausbildungsberufen beschäftigen und etwas mehr darüber erfahren. Und ich kannte den Beruf vorher noch gar nicht und das war halt jetzt sehr interessant, mal viel über diesen Beruf zu erfahren. Und diese Maschinen, die sind auch, die hatte ich noch nie vorher gesehen und die sind auch ziemlich interessant. Unterstützt werden die TV-Teams durch Profis, die im Auftrag der Landeszentrale für Medien und Kommunikation Technik wie auch Einstellungen erklären. Bis der Film fertig ist, wartet nun noch einige Arbeit auf die Schülerinnen. Am Ende werden die Ergebnisse auf den Internetseiten der Projektpartner veröffentlicht und dort zur Berufsorientierung eingesetzt.
Und natürlich wird es für das filmische Werk der Schülerinnen auch in HWK-TV heißen: Film ab. Noch bis zum 23.12. hat die traditionelle HWK-Winterausstellung ihre Türen in der Galerie Handwerk in der Ritzerstraße 24 bis 26 in Koblenz geöffnet. Das Ambiente und die ausgestellten Objekte verbreiten vorweihnachtliche Stimmung und laden zum entspannten Stöbern und Schauen ein. Und natürlich zum Kaufen. Zeit sollte man allerdings mitbringen, um alle liebevoll gestalteten Details der Winterausstellung in der Galerie Handwerk der Handwerkskammer Koblenz in Augenschein zu nehmen. Sie sind so unterschiedlich wie auch der Geschmack und Anspruch der Besucher. Kleine, ideenreiche Accessoires und fantastische Malerei und Fotografie, pfiffige Mode und einzigartiger Schmuck zählen dazu, wie auch farbenfrohe Keramik und ausgefallene Skulpturen. Eine Ausstellung, die seit Jahrzehnten mit einer einzigartigen Vielfalt aufwartet und jedes Jahr immer wieder mit neuen Ideen begeistert. Alle Jahre wieder stellen in der Galerie Handwerk 150 Kunsthandwerker, Künstler und Gestalter aus und zeigen hier ihre Produkte. Das sind alle Materialbereiche dabei, da ist Keramik, Holz, Glas, Metall, Papier. Die zeigen Produkte von kleinpreisige, hochpreisige Unikate, die zeigen Kleinserien, alles dabei, für jedes Herz etwas. Die Winterausstellung ist montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und an den Wochenenden von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Einzelne Objekte oder ihre Geburtshelfer aus den rund 3000 gezeigten Exponaten hervorzuheben, ist schwer. Unikate und Kleinserien aus Keramik und Glas, Holz und Metall, Seide und Leder, Gold, Silber und Edelstein wie auch aus Papier von 150 Kunsthandwerkern, Gestaltern und Künstlern aus ganz Deutschland sind zu sehen. Zu sehen und zu kaufen gibt es kleine und große Dinge zum Verschenken und Selbstbehalten. Mehr Informationen dazu gibt es auch im Internet unter galerie-handwerk.de.